Gerade wieder einkaufen, also irgendwie. Ich dachte, ich beruhige mich nach einer Weile wieder, aber ich. Nach wie vor. Immer. Also quasi jede Sekunde, immer wenn ich Leute mit Maske sehe, kommt mir der Gedanke, wie dumm die Menschen sind, wie behindert die alle sind. Ich habe vor ein paar Monaten gehofft, es legt sich wieder nach einer Weile, aber jeden Tag sehe ich das. Jetzt war ich erst bei Kaufland, da ist mir einer so der Rolltreppe entgegengefahren, der hat so ganz böse geguckt, ganz böse zurückgeguckt. Ich habe mich erinnert gefühlt an Teenie-Zeiten oder so. Unglaublich. Also das war auch ein 40-50-Jähriger. Dann war ich danach in so einem Bioladen. Ich habe sowieso den Eindruck, in so Bioläden ist das halt prozentual noch mal ein bisschen krasser. Da war natürlich wieder eine Frau. Wo ist Ihre Maske? Ich so, ja, hab keine. Haben Sie die Maske nicht mit? Ich so, nee, hab ich nicht mit. Ich so, ja, das finde ich nicht gut. Das macht mich sauer, ehrlich gesagt. Ich so, ja, da gebe ich Ihnen recht. Das ist nicht gut, sauer zu sein. Hat sie noch irgendwas gelabert und dann, weil ich gerade kassiert, also bezahlen wollte, habe ich dann noch einfach nur gesagt, wissen Sie, ich habe mal einen Test, aber anstatt mich danach zu fragen, quatschen Sie mich hier voll. Da ist mir auch aufgefallen, auch mit dem Attest, das ist so lustig. Ist da ein Attest? Ist etwas, was mir jemand ausgestellt hat, wo drauf steht, ich soll aus medizinischen Gründen keine Maske tragen. Der Typ ist unbekannt, der es ausgestellt hat. Und dann gibt es noch einen anderen Typen, der den Typen legitimiert hat, dass der sowas überhaupt ausstellen darf. Und der ist auch für die Leute unbekannt. Also mit anderen Worten, ist ja immer, wenn ich sage, ich habe einen Attest, dann sind die Leute in Ordnung und dann sind sie zufrieden. Die quatschen einen immer voll, blockwartmäßig, glauben einen belehren zu müssen, wie man sich zu verhalten hat in der Welt. Und wenn man dann quasi sagt, ich habe von jemand Unbekannten dokumentiert bekommen, dass ich aus medizinischen Gründen keine Maske tragen soll, und dieser Unbekannte wurde von einem anderen Unbekannten legitimiert, der dein Gott ist, nämlich dein Staat. Das beruhigt die Leute. Ein Schriftstück von einem Unbekannten, der legitimiert ist von einem anderen Unbekannten. Dann sagen die Leute, ach so, sie haben dieses Schriftstück, ach so. Dann ist ja gut. Wirklich, wenn man das mal von oben betrachtet, wie die Leute sich verhalten. Übrigens, ein anderer Vater ist mir entgegengekommen mit einem Kind mit Maske. Da habe ich auch nur beim Vorbeigehen gesagt, Masken schaden den Kindern, der Gesundheit oder so. Da hat er sich auch umgedreht und irgendwas rumgeschrien. Also die machen sich auch lächerlich vor ihren Kindern. Wenn das später rauskommt, dann wird das Kind vielleicht fragen, Papa, aber du hast doch auch gesagt, ich soll eine Maske tragen. Und wie gesagt, das alles beruht, deren gesamte Weltsicht beruht nur auf Gedanken anderer. Nicht auf Fakten, nicht auf Zahlen, nicht auf das, was passiert. Sondern nur auf das, was irgendjemand gesagt hat, den die noch nicht mal kennen. Genauso wie bei dem Attest. Wie gesagt, ich laufe durch die Straße und denke jede Sekunde, das ist wie so ein chronischer Gedanke, den ich habe. Einfach nur so ein Kopfschütteln, einfach nur so ein Kopfschütteln. Wie kann es sein, was habe ich hier verloren in dieser Scheißwelt? Mit diesem Scheißvollidioten. Das ist wirklich alles NPCs. Totale Zombies. Ich kann da keine Menschen mehr sehen. Das sind alle einfach nur Bioroboter. Und krank. Sowieso hatte ich heute eine schlechte, also heute war schlechte Stimmung irgendwie. Das war schon bei Einkaufswagen und so weiter. Und das gesamte Einkaufserlebnis war heute irgendwie scheiße. Die Leute sind alle scheiße drauf.